Locke! Ich habe mir beim Schnitzkurs in die Pfote geschnitten. Passiert nicht, ich habe aufgepasst. So. Warte, ihr dahinter? Los, mach schneller. Alter, die Fresse. Du drückst doch gar nicht richtig. Ja, der muss ja mal festbinden. In der Zwischenzeit hat er kein Augenlicht mehr. So, wie viel haben wir noch? Meine Herzfrequenz ist bei 88. Oh. Na dann hü. 87. Tut mir weh. Man, ja, du musst aber auch Stopp sagen, ne? So, eigentlich reicht's doch schon, oder? Niklas lebt nur knapp. Nee, er lebt noch. Ja. Also jetzt, glaube ich, ist es gut. Und? Los. Hör auf, was anzuzeigen, weil ich merke schon, dass ich keinen Puls hab. Die scheiße Ohren. Weiter drehen. Servus zusammen. Ich glaube, wir fangen jetzt mal an. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir haben ja vorher schon nur noch scheiße gequatscht. Es wird auch nicht besser. Aber tatsächlich habe ich heute zwei wunderschöne Gäste, unser Niklas und unser Carsten. Ich bin ja immer hier, bin ich ein Gast. Ja gut, das muss man, manchmal ist dir auch mal gehen, wa? Ja, jeden Tag. Und Niklas wird sich gleich vorstellen, weil ich würde das, glaube ich, nicht so machen, wie man das machen sollte. Hast du einen Spitznamen? Niklas. Niklas ist der Spitzname von Niklas. Wichtig, merken. Und tatsächlich wird das heute ein lustiges, aber auch sehr, sehr lehrreiches, informatives Video. Na, gucken wir mal. Ich bin da genauso wie du, was die Lehrreichigkeit angeht. Für die Leute. Hallo Jens! Jetzt platzt der völligst in die Aufnahme. Das kann doch nicht wahr sein. Mein Bruder mag dich übrigens auch. Hallo? Hallo Jens. Hallo. Hallo. Mein Bruder ist auch bei der Feuerwehr. Hervorragend. Ich war auch mal bei der Feuerwehr. Als schlau. Was hast du für eine Handschuhgröße? 10. Haben wir noch ein paar? Musst du entscheiden. Na, brauch er doch, wenn er bei der Feuerwehr ist. Ich hab was gekriegt. Das ist meine. Das ist krass, das ist richtig krass. Ja, warum stehst du eigentlich hinter der Kamera? Mach mal! Was soll denn das? Ach, das sind die Rückgewander. Ach, das sind die von. Das ist komisch, wa? Schauen Sie hier, nichts passieren. Gute Ware. Was? Schnittschutz, Temperaturschutz, atmungsaktiv, Touchscreen-Fähigkeit, überall gute Ware. Was? Heftig, wa? Du machst dir gute 30 auf 2. Nein, du willst eine links. Oh. Weiter geht's. Also, wir wollten ja ein Video machen. Nee, und zwar, pass auf, ich geh jetzt mal hier, du gehst mal in die Mitte zu den Schweinepfoten. Weißt du, ich bin ganz entspannt beim Mett holen, ruft er mir an, bring mal Schweinefüße mit. Ja klar, mach ich. Und jetzt kommt eine Sache, vielleicht ist das auch wieder blöd, ich habe 6,05 € für das ganze Paket bezahlt. Ja, hingegen, muss man aber sagen, genau. Da sind auch noch Ohren dabei. Heute ist übrigens Fasching, ich hab Pfand. Ja, okay, also, hello! Es geht mir. Als Schwein und? Und hier. So, Niklas? Die Schweinefüße. Da. Die haben wir gekauft. Oder kaufen lassen. Auf Kommando. Weil wir müssen ja heute mal gucken, was passieren kann, wenn man sich verletzt. Hier beim Handwerk kann man sich ja auf 28.000 verschiedene Varianten verletzen. Ihr habt ja bestimmt auch das eine oder andere schon erlebt. Ja, tatsächlich, ja. Erzähl mal. Also meine schlimmste Verletzung, die ich tatsächlich hatte, war in der Meisterschule. Nee, kurz danach war meine schlimmste Verletzung, genau. Weißt du, wo ich bin eingeschlafen oder was? Ich war auf dem Dach. Und habe mit einer 85er Handkreissäge, also 8,5 cm Schnitttiefe, habe ich Dachschalung abgesägt von 22 mm. Das war schon die erste Dummheit. Dann war es windig. Die Säge war zu klein sozusagen. Viel zu klein. Also wie immer. Ja. Dann habe ich mir, weil es windig war und ich keine Schutzbrille auf hatte, habe ich mir den Spanauswurf zugehalten, damit ich die nicht ins Gesicht bekomme. Danach hatte ich aber immer die Angewohnheit, weil die Kälte, das ist ja vor 15 Jahren passiert, die war relativ schwer, die Säge. Und ich hatte aber die Angewohnheit, das immer auf meinem Oberschenkel abzustellen. Ungünstig, wenn der Fallkeil nicht zurückgeht. Mhm. Und da ist tatsächlich hier längs zur Faser, habe ich mir reingeschnitten. Scheiße. Volles Rohr. Also wurde auch mit 24 Stichen genäht. Und das Schöne war, da kam so eine Rettungssanitäterin an, so groß, circa 40 Kilo schwer, und sagte zu mir so, da war ich auch noch leichter als heute, so wird die Frage, ob ich zugenommen habe. Klar, ich habe zugebot 4 Kilo gehabt.
Sagt die zu mir, und ich trage dich jetzt zum Auto. Sie, alleine. Ich habe die angeguckt. Ich sage, ist das dein Ernst? Ich sage, komm, hier, halt meine Klamotten, ich laufe selber. Bin ich gelaufen und da hatten sie ein Leihfahrzeug als Krankenfahrzeug. Es gibt ja immer so welche so Springerautos, weißt du, die immer keiner haben will. Und die große Bude war im Beleg, die war zum Reparatur. Und da sagte die zu mir, als ich auf dem Stuhl gelegen habe, ja, es ist zu kurz, machen Sie mal bitte die Beine ran, ich kriege die Türen uns nicht zu. Auf der Trage, das haben wir tatsächlich. Häufiges Problem, Rettungsdienst, Leute, die so, sage ich mal, über 1,90 sind, kriegst du die Tür nicht mehr auf die Trage. Nein, du kriegst die Tür nicht mehr zu, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann muss ich die Beine ranziehen. Dann hat die mir, das vergesse ich. Vor allem, du musst überlegen, die Beine ranziehen, wenn dort die Verletzung ist. Ja, du, pass auf. Ich glaube, das merkst du in dem Moment gar nicht so. Nee, also ich habe gesagt, ihr braucht was zum Abdrücken. Und zwei Verbandskästen haben das nicht geschafft. Was habt ihr denn als erstes gemacht erstmal, bevor der Rettungsdienst da war? Ich habe das Bein hochgelegt. Ja, das ist schon mal richtig. Und dann habe ich neue Zunfthose. Und dann habe ich tatsächlich abgebunden, die Wunde. Mit was? Ja, mit einer Binde, was da war. Wir haben zwei Verbandskästen hier. Also quasi nur versorgt. Ja, das konntest du weglassen. Das lief weiter. Das lief weiter. Und wie tief war es ungefähr? Na, der Arzt hat zu mir gesagt, 2 cm weiter links wäre Ruhe gewesen. Da läuft der Hauptschlag auch lang. Genau. Die Arterie femoralis läuft da lang. Die geht hier im Bein lang. Haben wir in den Arm und den Beinen und überall im Körper. Und das ist auch genau der gefährliche Bereich hier oben. Weil, wenn du die triffst, das Bein kann auch viel Blut aufnehmen. Ne? Es kann auch sein, dass du das gar nicht so siehst, oberflächlich. Aber das ganze Bein läuft voll. Und da passt fast dein ganzes Blut vom ganzen Körper rein. Boah. Da verblutest du relativ schnell. Und der Unterschied ist, wo du erkennen kannst zum Beispiel, ob das jetzt eine Vene ist, die getroffen ist, oder ob es wirklich so kritisch ist, wie er gesagt hat, 2 cm weiter rechts oder links. Die Arterie, die spritzt immer. Die, also so pulsierend, war? Wie dein Herz schlägt, in dem Rhythmus spritzt das raus. Und eine venöse Blutung, da läuft es langsam sozusagen raus. Kann aber auch sehr stark bluten, weil es gibt auch sehr große Venen. Fakt ist eins, ich hab dann im Auto gesessen und die hat mir ein Schmerzmittel gegeben, was ich auch nicht vertragen habe, da musste ich mich übergeben von. Bin innerhalb von Sekunden. Jo. War die Welt völlig in Ordnung, aber ich weiß genau, als ich in Torgau über die Brücke gefahren bin, habe ich gesagt, gib mir einen Eimer. Ich sage, ich kotze jetzt hier die ganze Bude voll. War auch so. Also ich musste dann mich übergeben, ich habe das nicht verkraftet. Und ich habe das Gefühl, so schnell war es noch nie ein Torgau. Außer mit dem Motorrad meine Runde. Aber also, wirklich krass. Ja. Und ja, genau das. Carsten, du hattest du mal so einen Fall gehabt? Komm. Wir sind da mal abgeschnitten. So richtig ja. Abgeschnitten? Nee, der hing auf 7:30, jetzt abreisen geht. Oh! So, hast du es da gemacht? Na, war noch das Dach, haben ein Dach ausgeglichen und was machst du halt? Handkreissäge, schön in die Latte, in die andere Latte rein war und fast dahinter und zieh die raus und wollte. Und dann kam die hier und dann habe ich mich hier und hier rumgeklappt. Mein Kollege stand daneben mir beim Rumklappen, gucke ich, Kollege fort. So, wie kommst du jetzt hier runter? Scheiße. Oh, der umgefallen oder runter. Was? Ja, dann lang runter. Nee, der ist runter dann, wollte Verbandskasten holen. Ach, der war schon mit dem Runterlaufen? Ja, der war dann. Also, wie das passiert ist, wir gucken uns dann bitte an, ich klappe rum. So. Ja, und dann lang runter. Das Geilste war dann bei der Ärztin. Ich komm da rein, den ganzen Flur voll. Voll gesaut, wa? Hat sie erstmal 10 bei ihm? Nee, die erste Antwort, ich brauche ihre Versorgungskarte. Sag ich, alles klar. Aber das ist ihre einzige Sorge, wa? Bin da raus, hab mein Portemonnaie geholt. In ihm, ja. Scheiße. Aber da geht's doch um Sekunden, oder nicht? Oder? Ja, auf alle Fälle. Also Sekunden kann sein, wenn es zum Beispiel eine Arterie ist. Hm. Und jetzt hätte bei euch Bein theoretisch das auch arteriell sein können. Ne? Also wenn du dir hier den Hauptschlagader ausschneidest. Nee, guck mal, wenn du das siehst, von hier bis hier ist nicht weit. Genau. Das ist in der Nähe sozusagen, ja. Die läuft hier drin lang. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was man immer als erstes machen kann, was für euch wahrscheinlich eigentlich das Einfachste ist. Dass ihr könnt ja mal gucken, wenn ihr hier reinfasst, habt ihr hier so eine kleine Kuhle, da könnt ihr euren eigenen Puls tasten. Dazu nehmt ihr immer den Mittelfinger und den Zeigefinger. Das ist der Punkt, wo meine Frau immer sagt, es ist zu hoch. Genau. Mhm. Wenn du dort reindrückst, merkst du den Puls. Ich merke nichts. Ich spiel fett. So, den Nerven, ein bisschen, ja. Das ist quasi der Blutdruck, der durch die Arterie durchgeht. Wenn du jetzt, wenn du jetzt dort schneiden würdest sozusagen, würdest du relativ schnell ausbluten. Und da kannst du eine ganz einfache Sache machen, als allererstes sozusagen, wo du auch noch alleine bist. Und zwar hier beim Arm drückst du quasi hier. Den Heimgegriff! Drückst du zwischen Brachialis, also zwischen. Bizeps und Trizeps drückst du rein, das ist die Arterie. Du kannst ja mal weiter festhalten und dann sagst du mal, ob du den Puls kleiner merkst, wenn ich abdrücke. Wenn du hast, sagst du Bescheid. Warte, ich bin ja ein bisschen. Du bist tot, Junge. Jetzt, merken? Genau. Jetzt drück ich hier rein. Merkst du noch? Nee. Ist weg.
Wie will ich mir denn das selber reindrücken? Mit der anderen Hand? So. So, drückst so rein als erstes und den Arm natürlich nach oben. Okay. Das ist beim Arm sozusagen noch die einfachste Variante. Wenn das wirklich richtig krass ist, wird das bestimmt immer noch weiter bluten. Aber du läufst nie sofort leer. Man verharmlost manchmal extrem Sachen, boah. Ja. Aber es ist gar nicht so harmlos. Ich hatte auch schon viele Einsätze mit Kreissäge Hand ab. Der hat den Kreissägenblatt auf den Flex gemacht. In Neukölln im Hinterhof und hat Paletten auseinandergesetzt. Sehr gut! Oh, so mutig musst du aber auch mal sitzen. Kurz nach Silvester. Ein Tag nach Silvester. Morgens steht da Amputation drauf, dachte ich irgendwas mit Knaller. Nee, komm ich da an. Hier, immer so lang. Oh! Ja. Und da haben wir auch die Finger dann eingetötet mitgenommen. Haben wir auch noch was dazu erzählen, wenn ihr wollt. Der Hund, genau. Nö, ich habe aber erstmal gesucht, die lagen natürlich irgendwo in der Werkstatt. Na klar, die geflogen. Naja, die fliegen natürlich. Ja, stimmt denn das wirklich, wenn du jetzt den Finger abschneidest? Und du hast nicht im Kühl, dass du im Mund steckst? Nee, auf gar keinen Fall. Nicht? Hupala. Weil du hast, das ist immer so ein Irrglaube. Weißt du, wärmste Stelle am Körper? Ja, es soll ja aber kalt sein. Ja, entweder kalt, aber wenn du nicht hast, hieß es doch immer, dass du in den Mund stecken sollst. Nee, im Mund, nicht? Nee, weil du hast doch ganz viele Bakterien im Mund, die für die Wunde nicht unbedingt... Ah, stimmt. Und Mundbakterien sind nicht ohne. Genau. Und das Beste, was man machen kann, man nimmt sich eine Plastiktüte einfach, schmeißt die Hand am Bett, eine saubere, ne? Nimmst du eine neue Mülltüte von der Rolle, schmeißt die Finger oder die Hand, was auch immer, rein. Aber du kriegst die Tüte ab und mit ihrer Hand. Nee, das muss der andere machen. Kannst du mal versuchen, wir binden hier die Stimmen und dann mach mal so eine Tüte auseinander. Wisst ihr mal, wie gut das geht? Wie so Dinosaurier. Genau, schön T-Rex. Nee. So. Aber hast du denjenigen gesagt, dass er in Köln, dass er keine Kekse mehr kriegt? Ist das jetzt grenzwertig? Nö, eigentlich nicht schon. Nee, wenn du es nicht vor ihm sagst, denke ich, okay. Tja, keine Hände. Du musst es ja auch irgendwie verarbeiten, das Trauma. Ja, das stimmt. Aber da kommen wir zu einem guten Punkt. Trauma. Ich glaube, du machst das ja mit Leib und Seele, wie wir ja auch. Ich glaube, man nimmt gewisse Sachen trotzdem mit nach Hause, oder? Oder lässt du die in der Wache und sagen, ja. Ich würde sagen, man hat natürlich Einsätze, die dich ein bisschen beschäftigen, wo du manchmal vielleicht nicht schlafen kannst oder so, aber bei jedem Mal erzählen von diesen krassen, wirklich krassen Einsätzen, also das Schlimmste sind wirklich, wenn Kinder beteiligt sind. Alles andere ist eigentlich in Ordnung, aber wenn Kinder beteiligt sind, das lässt eigentlich keinen kalt. Und da kommst du am besten, wenn du einfach mit Kollegen drüber redest. Aber auch nicht, du musst jetzt hier nach Hause gehen und deiner Freundin das erzählen, weil da kommt die auch gleich um. Das Stimme ist, wenn du das Leuten erzählst, die nicht in diesem Bereich arbeiten. Wenn ich dir jetzt erzähle, wie es ist, wenn... Dann hast du Bilder im Kopf, hast selbst... Sowas hast du erlebt? Sowas erlebt man, wenn man bei der Berufsfeuerwehr ist. Es gibt verschiedene Sachen, die da passieren können. Und am besten kommst du, wenn du mit Leuten darüber sprichst, das macht man aber auch bei der Feuerwehr, die das verstehen können, die Situation nachvollziehen können. Weil jemand, der nie in diesem Bereich arbeitet, der kann das nicht nachvollziehen und der malt sich die Situation immer noch schlimmer aus, als sie ist. Ja, also du verarbeitest das eigentlich ganz gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas habe, was mich langfristig da belastet. Aber es gibt natürlich auch Einsätze und Kollegen, wo das anders ist. Es wird ja nicht wertgeschätzt teilweise, was Feuerwehren, was Kranken, was Ärzte oder was Rettungssanitäter leisten. Ja, und wir sind hier auf dem Dorf, wir sind alle wohl behütet, ihr freut sich, wenn jeder Hilfe kriegt oder sowas. Aber jetzt mal zum Beispiel Großstadt. Was war die schlimmste Geschichte, die du als Retter erlebt hast? Also ja, das ist mal wirklich interessant. Was? Also man sagt ja immer, naja, die Leute, die werden angegriffen als Beispiel, ja. Rettungsanitäter. Was war dein schlimmstes? Also Angriffe haben wir regelmäßig erlebt, habe ich einige mitgemacht sozusagen oder auch unmittelbar mitbekommen, wenn Kollegen angegriffen wurden. Ich habe ja in der Köln jetzt 6 Jahre gearbeitet. Das Schlimmste darf ich bzw. kann ich wahrscheinlich nicht erzählen, das erzähle ich dir nachher mal in Ruhe. Ja. Aber das ist nichts fürs Internet. Aber was zum Beispiel erst vor kurzem passiert ist, wir fahren von der Einsatzstelle zurück mit dem Löschfahrzeug, kommt eine Dachlatte geflogen. Eine Dachlatte? An die Seite von dem Fahrzeug. Einfach so dagegen gefeuert. Warum? Ja. Und das sind dann so Sachen, wo ich mich frage, warum muss das sein? Und wir reden ja bei euch, ihr seid Berufsfeuerwehr, das ist nochmal eine andere Nummer, aber jetzt mal die ganzen Freiwilligen da draußen, vielen, vielen, vielen Dank, ja, dass ihr das macht. Küsse. Ohne euch würde das alles nicht funktionieren, also vielen Dank dafür. Und dann werden die belatschert oder beschimpft. Und ich mir denke, seid ihr noch ganz dicht? Also Carsten hätte andere Methoden. Ja, ich wollte gerade sagen, die kann nicht halten, das Auto. Sofort eine klatschen. Ich sag mal so, wir haben ihn dann gestellt. Das finde ich gut. Lassen wir es dabei. So,
Aber wir haben jetzt schon wieder ganz viel geplänkelt. Was machst du heute mit uns, dass wir sagen können, und ihr wisst ja selber, ich bin ein Typ, der, glaube ich, manchmal auch ein bisschen zu flachsig ist mit dem, was er tut. Ich muss aber dazu sagen, ich warne auch bei unseren Schnitzkursen jeden vor, was, wie, wo passieren kann. Ich selber traue mir gewisse Sachen zu, dass da halt nichts passiert, aber beim meisten Fall ist es doch, wenn du erstmal entweder im Stress bist oder wenn dieses, ich kann es ja sowieso, dazu kommt. Ja. Beides in Verbindung kann echt Problem sein. Ja. Also, jetzt du. Meistens hast du ja sowieso viele Schutzeinrichtungen schon vorher. Das heißt, du musst ja eine Verkettung von Federn machen, damit das schief gehen kann. Ja. Also, bei der Kettensäge vor allem. Da kann theoretisch nicht so viel passieren, wie man jetzt eigentlich denkt. Nö. Wenn du dich nicht glatt anstellst oder keinen Fehler machst, genau, kann eigentlich nicht viel passieren. Aber du musst halt fokussiert bleiben. Du bist ja selbst. Das weiß keiner besser als du. Da in dem Fall tatsächlich, ich weiß genau, also ich sieht das zwar manchmal immer so laienhaft und verpimmelt aus, ha? Aber ich weiß genau, was ich mache, Digga. Ich sag dann auch manchmal, lieber nicht. Also zum Beispiel eine Kettensäge, eine große, in Kopfhöhe, im Halshöhe, wirst du nicht erleben. Da steige ich lieber einmal ein Stück höher oder ein Stück tiefer. Aber in Halshöhe, Leg mal die Schläge zurück, der ist dann weg. Also, und ich will euch halt eigentlich nur zeigen, was ist denn, wenn wirklich was Schlimmes passiert. Wenn es wirklich brennt. Wenn eine Blutung ist. Ich gehe einfach davon aus, dass eine Blutung hier wahrscheinlich ist. Klar kannst du hier auch irgendwo runterklatschen, aber... Quetschung wäre vielleicht noch eine Variante. Genau. War Carsten? Also das geht auch mal schnell, tatsächlich geht das schnell. Aber hauptsächlich die Blutung von der Kreissäge, von einer Kettensäge vor allem, das ist ja relevant. Und da wird es ja, sag ich mal, in den meisten Fällen um eine Extremität gehen. Also um den Arm meistens, oder Bein. Ja. Und dafür habe ich euch mal zwei Erste-Hilfe-Sets gepackt. Gibt es immer einen Fire-Shop. Und in den Erste-Hilfe-Sets habe ich jetzt gedacht, ich weiß nicht, ob zwei reicht. Ich habe gedacht, ich nehme euch hier die hellste Farbe, die es gibt. Dann könnt ihr die hier in eurer Werkstatt... Ich hab das meiner Frau erzählt und die sagt, ey, das brauchen wir wirklich. Und das wird irgendwo wirklich sichtbar hingehangen, damit auch jeder weiß, dort. Genau. Vielleicht ist sowas auch für unseren Shop sehr cool. Weil es ist ja doch irgendwo es ist ja doch ein überschneidendes Thema. Ja. Weil das geht jedem was an. Vor allem schöne Größe. Ja, das nennt sich IFAC, also Individual First Aid Kit. Individuell gepackt sozusagen. Ich habe euch das jetzt noch ein bisschen getuned. Ja, das wollte sein. Und für euren Bereich angepasst. Ich habe zum Beispiel eins für die Jagd. Da sind nochmal speziellere Sachen, weil da auch mal eine Schussverletzung passieren könnte. So eine Ohre. Muss den ganzen so, Kopf abbeißen. Dann nimmt ihr sowieso eine Patrone, beißt den Kopf ab, drauf und dann tschu, ne? Wie ein Wester, genau. Oh krass. So, machen wir das einfach mal auf. Das gibt es ausgestattet mit den Basics im Shop sozusagen. Ich habe jetzt einfach noch zwei Sachen, die wir auch im Shop haben, zu sich dazu gepackt. Das Tourniquet, darum wird es auch gleich gehen. Hm. Das ist euer Lebensretter sozusagen, wenn es wirklich mal scheiße wird. Und das ist nochmal ein Druckverband, aber ein bisschen professioneller. Das kommt beides aus dem militärischen Bereich. Da haben die ja oft mit Explosionsverletzungen und sowas zu tun, wo irgendwas weggefetzt ist. Und die Sachen funktionieren aber auch bei Kettensägeneinsätzen super gut. Ja, okay. Genau. Ich will euch den Mechanismus erklären. Es geht darum, wenn wir an der Extremität Fuß, Beine, Hand oder so, wie gesagt, die Verletzung haben, haben wir ja schon festgestellt, wenn wir hier Druck ausüben, kommt hier unten kein Blut mehr an. Leuchtet ein. Genau. Und das ist genau das, was dieses Gerät erzeugen soll, noch sinnvoller. Also richtig. Richtig, genau. Das ist quasi, müsst ihr euch anschauen, das ist so ein rundes Teil, ist wie ein Gürtel gemacht. So lang, das heißt, du kannst das überall rummachen, bitte aber nur an Extremitäten einsetzen. Also wenn du Nasenbluten hast, nicht um Hals machen. Aber es hört auf, ja. Es wird aufhören, aber es ist nur... Jetzt pust du mal! Guck dir mal das an. Ja, wie willst du jetzt das machen? Jetzt liegt der da auf dem Boden, du weißt so, okay, das spritzt doch raus, ich habe eine Minute, so nach dem Motto. Da fängst du hier an, das aufzupurbeln, erstmal Plaste raus, guckst dir das an, dann ist das hier noch nicht vorbereitet. Ah, okay. Die Lasche drüber musst du erst so machen, irgendwie langziehen und dann rum. Dauert viel zu lange. Deswegen verpacken wir das gleich nochmal ordentlich. Ich zeige euch das mal kurz. Man macht hier im Idealfall die oberste Schlinge relativ kurz, dass du es quasi schnell überall kriegst sozusagen. Oder auch schnell über das Bein. Das Set, also die Tasche an sich, die schon vorgepackt ist, kostet ungefähr 40 Euro im On-Fire-Shop. Und das Tourniquet nochmal 35, glaube ich. Okay. Aber es gibt die Dinge auch billig am Internet. Für 6,99 Euro. Pass auf. Dann ist das Ding aus Plastik. Weißt du, was dann passiert? Mach, boom. Wenn du das drehst, bricht das. Pass auf, das ist ja so ein Problem. Wenn das bricht, du verlässt dich darauf, du hast eine arterielle Blutung, dann bist du tot.
Aber was ist das Leben wert? Carsten hat vorhin die schöne Frage gestellt, was ist euch denn euer Leben wert? Und tut mir leid, dann will ich lieber die gute Variante haben, als statt den Scheiß. Nee, billig kann ich mir in dem Fall erst recht nicht leisten. Nee. Weißt du? Da kannst du danach gar nicht mehr leisten. Nö, nee, nö. Nee. Wie gesagt, aus dem Militärbereich, man kann sich das selbst anlegen, wenn man es geübt hat. Das muss man aber eine Weile üben, bis das gut klappt, weil das natürlich doof ist. Wir gehen jetzt mal einfach davon aus. Carsten ist da. Carsten ist da. Ja. Muss ich aber dazu sagen, wir warten noch der hat zwei Maschinen, wa? Die passen auch ganz gut zu mir. Ach na ja, da haben wir es nicht geschafft. Wie sagt er immer, wenn ich mehr nicht bin, der kümmert sich um meine Frau. Also man sagt immer, dass man mindestens, angenommen, wir sagen jetzt mal, locker hat sich hier in der Hand geschnitten. Ja. Arteriell. Hier suppt es richtig raus. Dann habt ihr zwei Möglichkeiten, das anzubringen. Einmal hier auf dem Unterarm oder einmal auf dem Oberarm. Ich würde für Laien sozusagen, wo ich uns jetzt einfach alle mit reinziehen würde, immer so nah wie möglich am Körper. Da könnt ihr nichts falsch machen. Okay. Niemals auf einem Gelenk. Angenommen, du hast jetzt in der Hand geschnitten. Carsten! Hilfe, Hilfe! Au! Was macht er als erstes? Eine Schüssel holen. Was macht er als erstes? Meine Frau anrufen und sagen, es später wird. Ja. Nein, tatsächlich. Hier rein. Ja. Zwischen den Bizeps und dem anderen Muskel. Bizeps, genau, richtig. Und dann richtig reindrücken und dann merkst du, weil hier oben, haben wir ja gelernt, ist ein Punkt, wo eine Arterie langläuft und hier kann ich die super gut abdrücken. Genau. Und dadurch, dass es hochhält, ist schon mal die Schwerkraft von dem Blut auch geringer. Auch bei kleinen Schnittwunden. Also, wenn es nur eine kleine Schnittwunde ist und du hältst den Arm hoch, kann es sein, dass es auch schon besser wird. Ne? Mhm. Genau. Carsten, du hast jetzt das erste Hilfeset geholt. Genau. Hast das Tourniquet rausgeholt, klappst das aus und machst dir das ran. Moppi, jetzt bist du dran. Sau mich nicht so voll hier. Angst! Eigentlich müsste man da eine Schüssel holen. Weißt du warum? Wegen Wurstschwür. Genau, Blut aufheben. Warte mal. So, und jetzt muss ich damit klang. Richtig, schon mal auf Vorspannung gehen sozusagen. Ja, Sie brauchen mich die nächste Zeit auch nicht mehr. Da. Dreht euch mal ein bisschen, damit die Kamera das sieht. So, haben wir es rumgemacht. Jetzt ja, und jetzt hast du den Knebel. Und den Knebel drehst du jetzt so fest wie möglich. Kennst du das? Reise spät durch Nacht und Nebel. Brustwarzenknebel. Du kannst jetzt auch aufhören zu drücken. Dann haben wir jetzt oben die Erfolgskontrolle. Genau. Wenn es jetzt wirklich spritzen würde. Ich mache es. Echt jetzt? Nein, dann mach ich weiter. Ich guck jetzt mal. Ich kann jetzt schon nicht mehr fühlen. Den Puls mehr tasten. Na warte, wir müssen es ja nicht so dolle machen. Die Blutung hätte jetzt schon aufgehört. So. Zu spritzen höchstwahrscheinlich. Genau. Ja, damit fährt das hier rum. Also hier wurde Zeit drauf geschrieben, damit der Notarzt weiß, seit wann dort keine Sauerstoffversorgung mehr vorherrscht. Genau, und im Krankenhaus, weil die müssen ja dann irgendwas operieren. Und nach 2 Stunden entstehen hier in dem Arm Stoffe, die, wenn du das oft drehst, dich töten können. Ach Quatsch. Einfach erklärt sozusagen. Nekrose. Also, im Ernst? Na, quasi, da stirbt schon Gewebe ab sozusagen und da werden Stoffe frei, die nicht gut sind für deinen Körper. Also Fäulnisse sozusagen. Du merkst das auch, guck mal. Ihr könnt mal gucken, die Hand ist ganz. Vergleich mal die Hände, halt mal deine andere Hand daneben. Die eine ist rosig, die andere ist komplett weiß. Was du jetzt machen kannst, du hast jetzt das Ding, du hast jetzt hier eine Schnittwunde, die ist nicht ganz so stark, ne? Hast das richtig festgeleiert und es blutet nicht mehr. Weißt du, was du jetzt machen kannst? Jetzt machst du dir einen normalen Druckverband. Einfach auf die Wunde drauf. Ja, und fertig. Ganz normal. Und dann drehst du das langsam wieder auf. Und dann guckst du, was passiert, ob der Druckverband hält. Und dann kannst du das quasi mit den Umdrehungen dosieren, dass noch Blut ankommt sozusagen, dass der Arm noch mit Blut versorgt wird, dass es aber nicht mehr läuft. Und so kannst du dich dann vorsichtig machen. Und ich sag mal, in dem Zeitraum sollte man ja dann auch schon einen Notarzt rufen. Ja, weil genau. Die sitzen ja hier bei uns tatsächlich ums Eck. Das ist sowieso das Allerwichtigste, der Notruf. Aber vor dem Notruf würde ich das auf alle Fälle machen. Weil das sind wirklich, bei einer Arterienblutung sind es Sekunden. Du merkst das, von Jahr zu Jahr wird dein Körper träger. Und das brauchen wir nicht. Okay. Das ist, du bist 27, Junge, da habe ich Fützo noch mit euch geschrieben. Fützo? Liebe Grüße gehen raus an Schröder. Der Ernstfall tritt ein, Carsten wird von einer Stielkettensäge. Also, das ist jetzt passiert, du hast dich hier oben ins Bein geschnitten. Mit einer Stiel. Mit einer Stiel, stumm. Also Leute, habt ihr gesehen, Kuftusquana, Stiel schneidest du dich. So, was mache ich jetzt mit dir? Du rufst mich? Weiß ich nicht, jetzt wollen wir mal sehen. Genau, du bist ja, liegst ja schon mal auf dem Boden. So, hier. Krieg deinen Traktor! Nein! Niemals! Hier blutet es jetzt. Okay. Stark. Ja. Dann kniest du dich jetzt hier drauf. Richtig mit Schmackes. Oh nee, ey, Jungs! Oberschenkel. Du brauchst jetzt.
Du brauchst jetzt nicht so toll machen wie in echt. Ich sitze da gar nicht drauf. Das ist der romantischste Moment, den wir je hatten. Sehr gut. Mein Knie wird dreckig. Genau, perfekt. Machst du schon direkt richtig und unter Durchfädeln. Alter, die Fresse, hier geht's um Leben und Tod. Ja, halt falsch rum. Tod. Das war's mit Quincy. Schnauze jetzt. Jetzt geht's hier um Leben und Eier. Ja, still. Warte. Oh, und aber jetzt! Oh, ja, geh runter, Gott sei Dank. Das war das Schlimmste. Haben wir noch Blutung? Jetzt kannst du hier unten am Bein, hast du hier an der Innenseite, kannst du oh, betrachten. Ich hab mich nicht rasiert. Mann, ey. Was ist jetzt mit dem Traktor? Ja. Ja, hier unten wird's weniger auf alle Fälle. Zeit! 12:51 Uhr. Alter. Und? Oh. Mach das Ding auf! Krass! Das hältst du doch nicht aus! Das musst du aushalten. Na, oder wir nehmen das später! Und ich krieg deinen Traktor! Niemals! Niemals! Aber jetzt mal ohne Scheiß! Jetzt haben wir wenigstens einen groben Anhaltspunkt, wenn es wirklich mal ernst wird! Na, und die Abdrückpunkte sind ja auch wichtig sozusagen. Ihr habt jetzt gesehen, ihr könnt das abdrücken. Ja. Bei sich selbst einen Oberschenkel abdrücken ist relativ schwierig. Oh, das mache ich nochmal. Aber gut, wenn er sich hier reingeschnitten hat, da brauche ich mich hier nicht drauflegen. Man sollte nie auf der Wunde abdrücken, aber sozusagen, wenn der wirklich hier sich reinschneidet, ne, musst du über den Sack an der Sacknaht. Ja, an der Sacknaht dann auch. Ja, das geht ja nicht anders, wie willst du es machen? Ja. Also wir haben jetzt viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt wirklich viel Spaß gemacht. Das ist ja auch Sinn. Stimmt, ja. Da hast du recht. Entschuldigung, wenn ich dich unterbrochen habe. Der Sinn ist ja auch davon, dass ihr ein bisschen unterhalten seid. Aber dass wir das einfach mal ansprechen. Ich habe das jetzt nicht 100% professionell erklärt. Es gibt im Internet tausende Videos und Anleitungen. Ist auch eine Anleitung dabei. Schau, da sind wir wieder. Ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz, was hier noch in dem Set drin ist. Also pass auf, wir haben hier eine Zeckenzange drin. Erzähl mal genau. Desinfektionstücher? Desinfektion? Genau. Die kann ich auch bei McDonalds, wenn du mir Grill gegessen hast? Mhm. Das ist eine ganz simple Packung Pflaster. Ja, aber du... Aber das sind richtig geile, ne? Das war mir auch wichtig. Ich habe mir die besten rausgesucht. Weil es gibt ja Pflaster. Es gibt sämtlichen Scheiß, genau. Mhm. Und hier sind zum Beispiel auch Fingerkuppenverbände mit dabei. Das gibt's in keinem normalen sonst, oder? Nee, das ist immer das, was du eigentlich brauchst, was geil ist am Finger. Ich mach mal weiter. Du räumst es wieder ein, oder? Ich weiß nicht, wie, wo das hinkommt. Ja, ja, klar. Ist denn das ist krass. Geiles Detail. Hier ist Rollenpflaster drin, aber so, dass man es gleich rausziehen kann wahrscheinlich. Genau. Dann haben wir hier eine Wundkompressor. Also Kompressen, zwei Stück. Genau. Dann haben wir hier Desinfektionsspray. Das ist... Das hast du vom einer übrig gelassen. Dann machen wir auf. Handschuhe. Ja. Tatsächlich. Mhm. Und auch geile Lösung. Ja. So, was haben wir noch drin? Wir haben ein Verbandpäckchen. Genau. Nochmal. Zwei Verbandpäckchen. Dann haben wir unsere typische Dreieckstuch. Das habe ich auch noch zusätzlich dazu gemacht. Das kommt auch aus militärischen Preisen, nennt sich Israeli Bandage. Ich habe hier eins, das ist ein bisschen kleiner, aber es ist genau das gleiche. Kannst du mal aufrucken. Israeli Bandage. Genau. Bandage als Bandage. Kommt aus Israel, die Erfindung. Das ist ein Druckverband, aber auf Militärstandard sozusagen. Genau, also das ist, sagen wir mal, die Kombination Kettensäge, arterielle Blutung am Arm oder am Bein. Wäre meine Variante, abdrücken, Tourniquet dran, Glas dran. Wenn ich noch die Zeit habe, vorher ein bisschen Wunddesinfektion drauf. Draufspucken reicht nicht, boah. Nee, und Finger und abgeschnittene Gliedmaßen in den Mund nehmen. Ist nicht. Genau, und nicht gegenseitig, falls du da. Hier, lutsch mal an deinen Finger. Guck mal, Fadi, die Ziege lutscht Steine. Also dieses Set, ja, das packst du nachher oder ein. Ja. Das möchte ich tatsächlich auch bei uns im Shop haben. Wir haben jetzt mal kurz drüber gefachsimpelt. Ich finde das aber wichtig, ja, dass die Leute, die bei uns bestellen, auch automatisch deine geilen Produkte mit dazu bestellen können. Und da wird aber nochmal was Separates kommen. Ja, das stimmt. Du willst jetzt quasi symbolisieren, was passiert. Das ist ja eigentlich sehr realistisch. Das ist sehr realistisch. Das ist unterer Knochen. Ja. Der einzige Unterschied, würde ich sagen, dass wir 5 Finger haben. Nicht alle!
Ja, also wir schmeißen das Lebensmittel nicht weg. Genau. Nicht, dass er das falsch denkt oder sagt, hier, die verschwenden Lebensmittel oder in anderen Ländern verhungern sie. Gar nicht. Es wird darauf geachtet, dass es weitergeht. Nicht, hier steht eine gute Stiel. Tatsächlich haben wir beides probiert. Mit einer auslaufenden Akkusäge machst du auf jeden Fall nicht so viel Schaden wie mit einer auslaufenden Benziner. Das werden wir gleich sehen. Ja? Oh. Oh Mann! Also ist schon oberflächlich, oberste Hauptschicht und hier drunter Knochen die Gewebe verletzt. Knochen ist noch ganz, würde ich sagen. Ja. Weil hier hast du ja gleich direkt den Knochenwiderstand, da gehst du schwerer durch. Mhm. Also wenn du jetzt wirklich ein Stück Fleisch hättest, was du da ranhältst, das geht, glaube ich, tiefer. Also, ging aber schnell durch, ne? Ja, deutlich schneller. Und ich habe jetzt nicht, und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht ganz doll groß gedrückt. Das habe ich alles gelassen. Boah. Morgen der Elektriker kommt. So, gibst du den da an früh. Servus. Moin. Das Kettenteam-Video gestern ist schief gegangen. Also, ihr seht es ja selbst bei mir, auch in ganz vielen Videos, ich habe nicht immer eine Schnittschutzhose an. Ja, aber tatsächlich weiß ich, was ich tue, muss ich wirklich so sagen. Und bei allen Arbeiten, Carsten, ich arbeite immer weg vom Körper, nie hin zum Körper. Das soll aber nicht gesagt sein, dass ich davor gefeilt bin, dass ich irgendwann mal so eine Schnittverletzung kriegen sollte. Also eigentlich ist das schon wieder so ein Moment, wo ich mich dann schon wieder selbst ermahne und sage, Locke, zieh doch die Hose einfach an. Klar, bei 30 Grad im Schatten, wissen wir beide, hat keiner Bock auf so eine Kacke. Auch mit den neuesten Hosen nicht wirklich Bock auf so eine Kacke. Aber er tut eurer Gesundheit auch nichts Gutes, wenn es daneben geht. Oder? Pass mal an. Steht dir gut, oder? Steht dir gut, oder? Ich finde das Kabo-Muster sexy. Das ist sexy. Boah. Logo kommt ja noch ein neues, das kann man aber noch nicht verraten für die Jungs da draußen, die Mädels da draußen. Vielleicht ist es zu dem Zeitpunkt, wo das ausgestrahlt wird, schon gezeigt, weiß ich noch nicht. Aber ja, das ist jetzt offiziell eine Einladung für uns, von uns allen, auch von der Community da draußen, als kleines Dankeschön. Du wirst beim Weltrekord mitsägen. Geil. Mit deiner eigenen Säge. Mega, Alter. Die du von uns bekommst. Voll geil, Alter. Ich freue mich übelst. Dankeschön. Wann ist denn der? Nächstes Jahr Männertag. Echt? Wir feiern meinen Geburtstag rein. Da habe ich frei. Also vom 11. Will ich jetzt schon? Ja? Da werde ich frei haben. Weil vom 11. Also ich habe am 12. Mai Geburtstag. Am 11. wollen wir nochmal Rekord aufstellen. Und wir feiern dann rein. Übelst geil. Ich würde jetzt Folgendes sagen. Ich bin ja hier nicht Gast. Ich wohne ja hier fast. Niklas, du hast das letzte Wort. Heute. Halt! Draußen? Willst du noch was sagen? Was gibt's denn zum Mittag? Hack. Haben noch Hack vom Frühstück. Ja. Ich freue mich übelst, Leute. Nehmt, also wir machen das ja alles mit Humor. Nehmt aber solche Sachen wirklich ernst. Diese ganzen Sicherheitsbestimmungen gibt es hier ohne Grund. Schon viele schlimme Unfälle passiert. Ich habe schon viele gesehen. Und wenn Profis das anders machen, machen Profis das anders. Aber wenn ihr das zum ersten Mal macht, dann macht... Also ich zum Beispiel säge nur mit kompletter Schutzausrüstung. Vielen Dank fürs Abonnieren. Ja, falls ihr das noch nicht gemacht habt, drückt... Ist der Behinderte, meine Fresse. Ist da Wasser drin? Keine Ahnung. Vielen Dank fürs Abonnieren. Guckt auch gerne beim Niklas auf dem Instagram-Kanal bzw. auf seinen YouTube-Kanal. Ja, blenden wir unten in der Videobeschreibung ein. Ja, und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Schreibt gerne, wollen wir das mal sagen? Schreibt gerne mal eure schlimmsten Verletzungen drunter. Ja. Und wie ihr reagiert habt. Das aber nicht beim Popeln abgerutscht und Nasenbluten, das zählt nicht. Nee, schon, ich mit würde, sagen, Händen, ich würde sagen, so Kettensäge, Kreissäge, alles was mit Sägen zu tun hat. Ja, interessant. Macht mal eure Erfahrung und wie hilfreich vielleicht das gewesen wäre, so einen Pack da zu haben. Bis später. Tschüss. Doch, das war da drin. Hier sind Päckchen drin, was? Ja, irgendeine Flüssigkeit, ne? Ja? Das Teil drin. Dann schlägst du dieses Päckchen, dann verbrennt sich das, dann gibt es eine chemische Reaktion und dann wird kalt. Die Chemie hat man auch gehabt. Nicht gut.